Thema heute wieder optimieren, aber wir machen ein paar Übungen zum Optimieren. Und zwar, wir versuchen mal die pure Rechentechnik hinzubekommen, dass wir da ein bisschen Übung bekommen und dass wir da ein bisschen lockerer bleiben. Erinnern wir uns mal an Folgendes: Wir hatten doch Gleichungssysteme, zum Beispiel x plus y ist gleich 4 und eine zweite Gleichung aufgestellt, meinetwegen 3x plus y ist gleich 7. Da hatten wir verschiedene Herangehensweisen geübt. Das waren lineare Funktionen sozusagen, ne? Y ist gleich und so weiter. Die einfachste Geschichte wäre zu sagen, ich stelle eine von beiden um und setze in eine andere ein. Oder hier in diesem Fall bietet sich dieses Verfahren an, dass wir die beiden Gleichungen voneinander abziehen. Wie nennt man das, dieses Verfahren? Pures Subtraktionsverfahren, das heißt, wir ziehen von der ersten die zweite ab, also 1 minus 2, ne? Minus 2, so schrieben wir das. Und dann können wir sagen, x minus 3x ist minus 2x, y minus y ist nichts mehr und 4 minus 7 ist minus 3 und dann könnten wir weiterrechnen. Also diese Herangehensweise, die haben wir ja nicht umsonst geübt, sondern wir haben es ja schon beim Optimieren so ähnlich gemacht. Nehmen wir mal folgenden Fall an. Lass die erste y ist gleich 3x plus 4 heißen und die zweite heißt y ist gleich x Quadrat minus 7. So, was könnten wir tun? Genau, wir können gleichsetzen. Wir können sagen, 1 ist gleich 2. Warum? Weil beide den gleichen y-Wert haben müssen. Wenn y einerseits, Moment, das Wert ist, y aber auch das Wert ist, dann kann man sagen, okay, ich kann die beiden gleichsetzen. Also schreibe ich dann 3x plus 4 ist gleich x Quadrat minus 7. Na jetzt, der Rest ist leicht und jetzt macht mal so weiter und bringt mal irgendwie ein x auf die Strecke. Also wir haben es ja so gemacht, dass wir, wenn wir dann hier auf der linken Seite bin ich jetzt, wenn wir gesagt haben, minus 2x ist gleich minus 3 durch das Subtraktionsverfahren, teilen noch durch minus 2, dann muss x 3 halbe sein und y kriegt man raus, indem man am besten die einfache von beiden Gleichungen nimmt und so umstellt, dass y ist gleich dasteht und das wäre dann 4 minus x, ne? 4 minus x rüber und dann hätten wir auch den y-Wert. Und das gleiche machen wir jetzt praktisch schon, die Leute sind alle am Rechnen, mit der rechten, also die entsprechend umgestellt. Und dann mal geguckt. Also wenn wir das hier rüberziehen und sagen, 0 ist gleich x Quadrat minus 3x minus 11, minus 4 minus 7 ist zusammen minus 11, dann kommt man jetzt mit PQ weiter. So kann man dann so eine einfache Gleichung lösen. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe hier im Kopf, dann habe ich für x01 das raus und für x02 das raus. Und die setze ich am besten in die einfachste der beiden Formeln ein. Also ich nehme mir hier 3x plus 4, das geht besser, als wenn ich das quadrieren müsste. Wir werden uns aber nochmal einen Fall angucken, wenn ich das trotzdem quadriere. Mal sehen, was passiert. Also, dann habe ich hier rund 19,42 und hier 2,42 raus. Setzen wir das mal, die beiden Werte hier, die, in die zweite ein. Und zwar nicht die beiden Werte, sondern wir arbeiten mal, Achtung, wir arbeiten mal hier mit dem Wert. Mal sehen, was dann passiert. Also das in die zweite, in 2. Probieren wir es mal aus. Ich mache es mal so, dass ich sage, x01 ist 3 halbe und jetzt plus Wurzel aus 53 und jetzt nehme ich gleich einen gemeinsamen Bruchstrich und dann nehme ich mal x02 als Wert ein, 3 halbe minus Wurzel aus 53, nicht 52, sondern 53. Und wir probieren das mal hier mit dieser Gleichung, mal sehen, was passiert. Also, ich nehme mir hier oben diesen Wert, weil die Wurzel aus 53, wenn ich die quadriere, fällt sie weg. Aber vorsichtig, es kann eventuell noch komplizierter werden. Probiert das mal aus. y1 müsste demzufolge sein. Und jetzt muss ich diesen Term hier oben einsetzen und quadrieren. 3 plus Wurzel aus 53 halbe in Klammern zum Quadrat. Und dann minus 7. Mal sehen, was passiert. Was muss ich jetzt wirklich machen, wenn ich diesen Term hier schnappe? Naja, schreiben wir es mal ein bisschen besser aus.
y1 ist demzufolge 3 plus Wurzel aus 53 in Klammern zum Quadrat durch 4 minus 7. Und was muss ich jetzt hier aus dem Ding machen? Ich kriege teilweise die Wurzel weg. Aber nur teilweise. Erste binomische Formel, 3 mal 3 ist 9, plus 2 mal 3 mal Wurzel 53. Und jetzt habe ich diese blöde Wurzel 53 wieder da stehen. Und jetzt kommt Wurzel aus 53 zum Quadrat ist 53. Das ist alles durch 4 und dann minus 7. Das geht, das kann man rechnen, aber man merkt schon, ich komme um die Wurzel nicht drum herum. Aber manchmal ist es günstig, wenn ich zum Beispiel rauskriege, jetzt mal ein ganz anderes Beispiel, ich kriege raus eine Gleichung, kleinen Moment, da gibt es eine Frage. Weil jetzt sieht man hier, also ich schleppe diese blöde Wurzel aus 53 immer mit und jetzt war ich ja gerade dabei noch zu sagen, nehmen wir mal an, ich habe eine Gleichung, tralalala, und krieg unten drunter raus, meinetwegen x ist gleich Wurzel aus 2. Möchte dann aber y gleich x Quadrat plus 7 oder irgend so ein Kram ausrechnen. Jetzt wäre ich blöd, hier 1,414 hinzuschreiben. Denn wenn ich 1,414 mit sich selber mal nehme, komme ich nicht mehr auf 2. Wenn ich das hier aber, also das statt des x einsetze, heißt die y ist gleich Wurzel aus 2 zum Quadrat, ist wieder eine 2 plus 7 und dann geht's. Sonst kriege ich kein sauberes Ergebnis raus. Also das lohnt sich hier in solchen Fällen, aber in diesem Fall hat sich es nicht gelohnt. Da kommen wir wahrscheinlich auf ein gleiches, ähnliches Ergebnis, müssen irgendwann runden. Ne? Vielleicht wird es aber sogar noch ein bisschen genauer. Aber gut, das wäre jetzt im Moment Schmuck am Nachthemd. Was hat das alles mit dem Optimieren zu tun? Ganz einfach. Erinnern wir uns doch mal, wir hatten gesagt, wir stellen zwei Gleichungen auf, wenn ich irgendwelche Rahmenbedingungen hätte. Nehmen wir